Mal schauen, wo er jetzt ist. Da hinten. Okay, Schild. Ja, er tanzt schon wieder. Ich treib dir das Tanzen aber aus, du Penner, mit deinem hässlichen... Obwohl, die Rüstung sah an sich gar nicht schlecht aus. Fand ich ganz cool. So eine Kleriker-Rüstung. Also, merkt euch, tanzen ist gesund und beschwört Untote. Ah, ich hasse dich. Ich hasse dich! Furchtbar! Ich wollte es drauf anlegen, aber naja. Also entweder kommen dann noch mehr von den Typen oder er hat wieder getanzt. Ne, entweder sind dann noch Typen oder da ist nochmal ein Magier, der tanzt. Jetzt so pass. Aber ich trete schon wieder so ein bisschen auf der Stelle. Ja, obwohl, ich habe den Magier getötet. Die Frage ist natürlich, ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel Erfahrungspunkte der mir gegeben hat. Aber die Frage ist natürlich, ob der tot bleibt. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass der Dingens hier tot bleibt. Der große Skeletttyp, wenn man so dran denkt. Weil an sich so die Mini-Mini-Bosse, obwohl das ja keine wirklichen Mini-Bosse gibt, sind es dann vielleicht Mini-Bosse. Oder sagen wir anders, Elite-Gegner vielleicht, scheinen ja, glaube ich, tot zu bleiben. Und der Magier sah doch ein bisschen nach einem Elite-Gegner aus. Ja, dich habe ich schon wieder vergessen. Ich sollte hier auf jeden Fall mal den Zweihand-Modus machen, wenn ich die schon nicht pariere. Weil das gerade irgendwie einfach ein bisschen doof ist. Okay, 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 okay. Ja, macht definitiv mehr Schaden. Der 200 gegeben. Okay, kommt es vielleicht auch darauf an, wie meine Haltung ist. Also Zweihand oder Einhand, weiß ich jetzt nicht. Okay, kein tanzender Typ, sehr schön. Ach du Scheiße, der hat die doch nicht beschworen. Der hat die bloß stärker gemacht. Ah, okay. Die Typen an sich sind so viel. Ja, das gibt natürlich Sinn, dass da 20 Untote auf mich warten in diesem kleinen Raum. Wohl die Gemeinde, oder was? Ach so, ja, das war ja das. Hatte ich vergessen. Ja, unglaublich, was ich mal wieder treib. Unglaublich. Ich wollte eigentlich reinrennen und die dann alle plätten, aber... Na, wie man sieht, hat es ja nicht ganz so gut funktioniert. So. Euch drei aber. Euch drei. Euch zwei. Drei. Schön. Ja, an sich geben sie jetzt eigentlich so wenig Erfahrung, dass... Quatsch, Seelen meine ich. Dass es nicht wirklich notwendig ist, die zu töten. Aber ich will den da hinten töten. Mit Parieren. Nein, so. Für Parieren muss man ihn einfach runterkommen lassen und dann den richtigen Zeitpunkt erwischen. Den ich irgendwie gerade jetzt kriege ich ihn wieder hin. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, was haben wir hier oben noch? Außer ein paar Stühlchen. Ich sehe mal wieder kaum was da vorne. Aber darauf ist das Spiel ja auch so ein bisschen aufgelegt. Das sieht man doch, wollte ich gerade sagen. Da vorne ist irgendwas. Ach, das ist bloß ein Fass, okay. Bloß eine Kiste. Ich hatte gerade schon Angst. So, was hast du mir hier zu präsentieren? Eine Menschlichkeit, okay. Nehme ich gerne. Ich denke aber nicht, dass es da weitergeht. Könnte ich mir zumindest jetzt nicht so vorstellen. Wo geht's da hin? Eine Treppe hoch. Zu einem Typ. Oh, still human are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Mir macht es irgendwie so ein Y umschalten. Ah, okay. Ich... Wow, nein! Scheiße, ich wollte gerade sagen, das war knapp, aber... Naja. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir ihn rauslassen, dann tötet er uns. Sieht auch nicht mehr ganz so gut aus, der Typ. Ah, doch, nee, der hat bloß eine goldene Rüstung. Please. I have duties to fulfill, and I will reward you handsomely. Well,
I am certain you stand to benefit. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich öffne es auf jeden Fall mal. Und jetzt? Tötest du mich oder? Treibschlüssel benutzt. Ich rede mit ihm mal aus sicherer Entfernung. Yes, sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Okay, und du bleibst jetzt sitzen. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I've just been freed. Allow me some time. Ja gut, das wäre auch ein bisschen unsinnig, wenn er mich jetzt mit Schätzen überhäufen würde, wenn er gerade frisch aus dem Knast kommt. Also von dem her verstehe ich das. Und ja, mal sehen, ob wir ihn wiedersehen werden irgendwann. Merken wir uns auf jeden Fall mal den Typen goldene Rüstung. Der hat nämlich ein bisschen was für uns. Ich habe jetzt kein drittes Mal mit ihm geredet, aber es muss einfach reichen. Ich glaube ja immer noch, dass es nicht in der Kirche weitergeht, sondern da draußen. Weswegen ich erstmal mich umgucke, weil ich irgendwas gehört habe. Und dann hier in diesen... Oh, hallo. Seelesoldat. Bringt wahrscheinlich mehr. Ah, naja, egal. Wir lassen die Seelen mal für wirkliche Notfälle. Ich höre hier doch noch was. Ist schlimm. Ich sehe es nicht, da ist schon eine Leiter, okay. Aber in der Kirche kann es ja auch nicht ewig weitergehen, von dem her. Na, jetzt geht es wahrscheinlich irgendwie noch im Glockenturm oder so irgendwas. Hier ist aber nichts. Die Frage ist natürlich, was erwartet mich da oben? Und das ist eine verdammt Nebel, okay. Na, von mir aus. Ach du Scheiße. Wusste ich doch nicht, dass es hier einen Boss gibt. Also ein Boss kommt. Kann ich hier irgendwie wieder auf normales Terrain? Nee. Wetten, so ein Gargoyle? Wetten? Und den kann ich leider hier gerade nicht auf den Kopf springen. Herr, die da oben haben auch schon eine Axt in der Hand. Ach du Scheiße, oder der Drache oder was weiß ich. Wenn sie sieht, da zwei oben dann sind, dann... Ach du Scheiße, sind sie. Oh Gott. Die sehen ja nett aus. Boah, ich hasse es, wenn mein Controller anfängt zu vibrieren. Wow. Erinnert mich von der Statur ja so ein bisschen an Ridley. Auch mit dem Schwanz, obwohl dem sein Schwanz eine Axt ist. Glockengargoyle! Hi! Oh! Nett, deine Bekanntschaft zu machen. Ich wollte gerade meine Waffen wieder wegstecken. Alter, wie die Musik abgeht, das ist so geil. Okay, ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich ihn denn bekämpfen soll. Wie viel Schaden mache ich ihm denn? Wenn ich die ganze Zeit den Modus plus wechsle, dann natürlich gar keinen. Wow, scheiße. Aber es war auch wirklich schlecht von mir. 3000 Seelen, eine Menschlichkeit. Helm, schwarzer Ritter. Ich probiere den, glaube ich, noch ein, zwei Mal. Dann beende ich auch, glaube ich, so langsam. Ja. Habe jetzt auch schon wieder eine ganze Weile aufgenommen. An sich wollte ich eigentlich ein bisschen kürzer machen als das letzte Mal. Jetzt mache ich länger. Das Spiel ist aber auch fesselnd, das ist unglaublich. An so einem Spiel, ha, noch nie will ich jetzt nichts sagen, aber selten sieht man so ein Spiel, das so fesselt. Zumindest mich jetzt. Manche können natürlich auch sagen, dass das Spiel furchtbar langweilig und nervig ist. Und manche hätten jetzt vielleicht auch schon längst einen Herzkollaps bekommen und wären total ausgerastet. Mir macht es immer noch Spaß. An sich sogar, ja, immer noch ein bisschen mehr Spaß. Jetzt vor allem wegen der Musik und sowas und wegen dem Gargoyle. Es wird natürlich nicht einfach, das ist klar, aber wo schlägst du denn hin? Also die will ich auf jeden Fall auch mal wieder parieren. Okay,
Okay, das war ja interessant. Ich renne hier mal hoch und trinke ein Tränkchen. Das ist halt das Schlimme an den Gargoyle. Ich glaube, der Gargoyle ist gar nicht so schwer, aber es braucht halt ewig, bis er mal rankommt. Also das funktioniert hier irgendwie gar nicht. Allgemein, das mit dem Parieren und den Typen funktioniert gerade nicht mehr. Das habe ich so gut hingekriegt. Jetzt, dankeschön. Habe ich draußen so gut hinbekommen. Und dann jetzt überhaupt nicht mehr. Okay, aber hier wartet der nächste Boss auf mich. Ich wollte ihn ja nochmal probieren, wegen den Dings hier. Klar. Ich wäre jetzt einfach weitergegangen, aber ich will ja meine Seelen nicht verkommen lassen. Und meine Menschlichkeit. Ach, jetzt kommt ihr ja wieder. Oh Gott, ja. Kann ich jetzt mal den richtigen Modus auswählen? Das gerade mit dem Schlag so ein bisschen zeitversetzt immer war. Oh mein Gott. Geht mir bitte nicht auf die Nerven. Oh, das gibt einen Massenschlachten. Ja, von mir. Ja. Spring. Zack. Zack. So, zwei. Zack, einer. Okay. Okay. Waren das alle? Scheint so. Gut. Dann gehen wir hier nochmal hoch. An sich war der jetzt nicht so schwer, der Gargoyle, beziehungsweise ich habe ihn ja jetzt noch nicht wirklich, ich habe ihn ja noch nicht angegriffen. Ich wollte ihn mit dem Zweihandmodus eigentlich draufhauen, habe aber dann die ganze Zeit, nee, ich wollte draufhauen, habe aber dann die ganze Zeit bloß den Modus gewechselt oder so, ach, keine Ahnung. Ich hätte hier einfach nicht durch den Nebel gehen sollen, so leicht. Oh Gott, okay, also die Cutscene kommt nicht nochmal. Seelen, gut. So an sich ist er aber auch nicht, wie gesagt, auch nicht so schwer. Ja, der ist nicht wirklich schwer. Okay, vielleicht doch so ein bisschen. Yep. Wow, yep. Hoho, scheiße. Aber mein Schwert haut auch gut rein. Ich muss halt bloß an den Graswappen, was zum Teufel. Ich muss nur an den rankommen. Und jetzt liegen da oben schon zwei Menschlichkeiten und ist ja immer noch... Bin mir auch mal bedenkt, wie viel Menschlichkeit mir schon abhanden gekommen ist, dadurch, dass ich gestorben bin. Also an sich so diese Gabe, die Menschlichkeit, die ist gar nicht schlecht. Erhöht ja passiv, sage ich mal, ab und zu mal die Beutechance dann, wenn man die Menschlichkeit ja bekommt. Und das mit dem Entfachen ist auch keine so große Schwierigkeit mehr, sage ich mal. Obwohl die Leuchtfeuer eh recht selten sind. Man kommt eher an, an alte Leuchtfeuer irgendwie durch irgendwelche Schleichwege zurück, als neue zu finden. Bisher haben wir ja zwei. Effektiv ja zwei gefunden. Und das ist jetzt nicht so viel. Aber an sich haben wir ja auch schon ziemlich viel entdeckt. Ja, dachte ich mir. Also was heißt ziemlich viel? Wir sind wahrscheinlich, oder hoffe ich zumindest, immer noch am Anfang von dem Spiel. Ich hasse es, wenn ich Waffen wechseln mit, oh ja, geil. Jetzt kann ich es auch mit dem Boss vergessen. Warum ich die Typen manchmal einfach nicht umhauen kann, das verstehe ich nicht. Dann gucke ich mir noch einmal um. Ja, das... Wie gesagt, Waffen wegstecken und sowas manchmal, also die Steuerung ist nicht zu 100% drin, das merkt man auf jeden Fall. Zumindest merke ich das. Das mag mir nicht gefallen. So, gehen wir noch einmal hier hoch. Und gehen mal den anderen Weg entlang. Vielleicht gibt es da ja auch dann gleich ein Leuchtfeuer, wäre schön. Aber an sich so den Boss will ich eigentlich auf jeden Fall dann... Er ist nicht wirklich schwer. Mit der Katana im Zweihandmodus ist ja nicht wirklich schwer. Im Einhandmodus wird es dann weniger Schaden machen, aber ich kann auf jeden Fall gut blocken. Vor allem mit dem Ritterschild hier. Man muss schauen. Er greift sehr langsam an, das heißt, man kann gut um ihn rumgehen. So, der Magier ist Gott sei Dank weg. An sich müssten die aber wieder dastehen, Tatsache. Aber ich gehe jetzt mal hier raus und gucke mich da ein bisschen um.